Mike Büskens. Er war Spieler bei Schalke, Amateur und Co-Trainer. Aktuell ist er noch mit diesen beiden Herren als Interimstrainer tätig. Das war er übrigens auch schon im letzten Jahr. Vor 9 Wochen übernahm er das Amt, jetzt räumt er wieder das Feld. Ein wahrer Experte für das Kommen und Gehen auf der Trainerbank. Sie verlassen jetzt den Platz als Cheftrainer, ohne wirklich darum gekämpft zu haben. Ich zumindest hatte nicht den Eindruck, dass Ihr persönliches Glück davon abhing, hier Cheftrainer zu werden. Täusche ich mich? Nee, das sehen Sie vollkommen richtig, weil Glück definiert sich bei mir nicht dadurch, welchen beruflichen Posten ich einnehme, auf welcher Sprosse ich in der Karriereleiter oder auf der Karriereleiter ich mich befinde. Ich habe immer gesagt, ich arbeite gerne auf Schalke. Ich liebe diesen Club. Ich bin seit 17 Jahren hier tätig. Ich liebe diesen Sport. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass ich auch in den nächsten Jahren noch in diesem Sport tätig sein werde. Wenn auf Schalke, dann aber eben nur in zweiter Reihe. Denn der Club suchte nach der großen Lösung und fand den aktuellen Mustertrainer Magat. Wenn man nicht nur diese Station VfL Wolfsburg verfolgt, sondern auch Magats letzten Station, also mit Stuttgart und auch den Bayern, dann muss man sagen, dann ist er mit Abstand der erfolgreichste Trainer, den wir in Deutschland haben momentan. Also spricht seine Arbeitsweise ja, ganz klar für sich und für den Erfolg. Es scheint, die Liga setzt wieder auf erfahrene Trainer. Magath, Berger, Heynckes, Van Gaal. Und trennt sich von den Jungs, etwa Klinsmann oder Rutten. Keine Experimente. Ergebnisse. Sofort. Ja, weil der Druck dann auch von außen zu groß wird. Und wo hat man die Zeit überhaupt noch, um Projekte zu entwickeln? Was die Wirtschaftlichkeit betrifft, hat sich da in der Bundesliga auch einiges getan. Das heißt, man ist natürlich sehr abhängig von Sponsorengeldern, von internationalen Teilnahmen. Und ja, aufgrund dieser Gründe steigt natürlich auch der stetige Druck. Und es gibt wenige Vorstände, die in kritischen Situationen dann die Ruhe bewahren. Das heißt, Herr Büskens, im Fußball gibt es keine Geduld? Ja, immer weniger. Ich will nicht sagen, dass es gar keine gibt, weil ein gutes Beispiel ist Werder Bremen. Ja, die ja auch eine sehr schwierige Saison eigentlich jetzt schon fast hinter sich haben und die in der Bundesliga ja auch weit unter ihren eigenen Ansprüchen geblieben sind. Aber da ist man ruhig geblieben in stürmischen Zeiten. Die Berliner sind ein weiteres perfektes Beispiel dafür, weil da war es ja wirklich im letzten Jahr auch sehr, sehr unruhig. Da war es auch sehr ungeduldig. Klar, die alte Dame, Hauptstadtclub, da hat man auch große Erwartungen. Und wenn man dann beginnend schon hinter den eigenen Ansprüchen zurückbleibt, dann ballen sich auf einmal Kräfte, die einen Druck erzeugen, den man nur sehr, sehr schwer standhalten kann. Und die Berliner konnten auch diesen Druck standhalten und man sieht daran, dass es sich lohnt. Bei so einer Trainerentlassung hört man ja oft, der öffentliche Druck wurde zu groß, wir mussten handeln. Wie groß ist der Einfluss einer Fankurve? Wie groß ist der Einfluss? Das kommt immer wieder darauf an, inwieweit sich die handelnden Personen davon beeinflussen lassen. Ja, also ich kann mir, wenn ich das Beispiel Eintracht Frankfurt sehe, wo Friedhelm Funkel ja schon seit Monaten eigentlich von den eigenen Fans attackiert wird. Da sieht man, was die Öffentlichkeit, was das Publikum für einen Druck erzeugen kann. Und es spricht für Heribert Bruchhagen, dass er sich diesem Druck stellt, entgegenstellt auch und versucht, das gemeinsam mit Friedhelm Funkel zum Positiven zu lösen. Da war der Druck dann wohl doch zu groß. 48 Stunden nach unserem Interview mit Mike Büskens geht Funkel in Frankfurt. Wie ist es eigentlich mit der berühmten Ostkurve auf Schalke? Das ist äußerst schwierig, weil der letzte Meistertitel liegt über 50 Jahre zurück. Und die ganze Anhängerschaft, die lechzt danach, endlich mal wieder die Schale hochhalten zu dürfen. Wir waren in den vergangenen Jahren zweimal knapp. Sind wir daran gescheitert und mit jedem Scheitern steigt natürlich der Druck und wächst die Ungeduld. Dieses ganze Theater um Schalke 04 und um diese Saison und Trainerwechsel, man hat das Gefühl, dass Sie relativ gelassen damit umgehen.
Könnte es daran liegen, weil Sie ein Finale gewonnen haben, bei dem es weder um Punkte noch um Siege geht, sondern um Ihr Leben? Ja, klar spielt das eine Rolle. Ja, weil ich zum Teil auch meine Leidenschaft zum Fußball beinahe mit dem Leben bezahlt hätte. Wenn ich, ja, das hört sich blöd an, aber es ist so. Weil ich mir eine sehr schwere Verletzung zugezogen habe. Und in der Folge wurde ich innerhalb von ich glaube, einem Jahr oder so, wurde ich 7-mal operiert, 8-mal operiert. Ein Arzt, der jetzt ein guter Freund der Familie ist, der sagt dann, okay, Sie haben Glück, aber ich weiß nicht, ob ich Ihr Bein retten kann. Dann denken Sie schon, dass Sie zwei Kinder haben, die damals 2 und 5 Jahre alt waren. Und dann wissen Sie nicht, ob das Leben noch mal so weitergeht, wie es sich vielleicht in der Woche zuvor darstellte. Und ja, und dann passiert natürlich innerhalb von kürzester Zeit wahnsinnig viel. Ein Multiorganschock, ein Koma über 7 Tage. Sie werden wach, sind überall verkabelt. Und man hat meiner Frau gesagt, dass sie sich darauf einstellen muss, alleinerziehend zu sein und dass ich eine Überlebenschance von 5% hätte. Ja. Und wenn Sie das alles erlebt haben, und dann erscheint vielleicht vieles, was ich auch hier im Vorfeld gesagt habe, in einem anderen Licht. Dann geht es nicht darum, im 51. Jahr Meister zu werden oder im 52. Jahr. Ja, dann ist das schön, dann möchte man das und ich würde viel dafür geben. Aber ich habe auch so viel geschenkt bekommen, dass man auch dankbar wird und vielleicht auch zufriedener und man relativiert vieles und man nörgelt nicht immer nur an Kleinigkeiten. Ne?